Es ist endlich soweit. Die Katzensucht hat Famarama erreicht, wurde endlich eingespielt. Wie lang hab ich drauf gewartet? Wahnsinn. Gestern am 10. November war es also soweit. Und damit begrüße ich euch zu diesem Video hier. Alle Infos zu dieser neuen Katzenzucht, welche Katzenzuchttiere es gibt, Ställe es gibt. Event findet dazu auch statt, wie das funktioniert, was es dabei zu spielen gibt. Zu den neuen Quests, ja, alles rund, was irgendwie in einer Form mit der Katze zu tun hat, das gibt's in diesem Video hier. Auf jeden Fall Katzenställe selber, die gab es ja früher nur aus den Stallmeistern zu ergattern. Inzwischen gibt es sie seit ein paar Wochen ja auch im Shoppingcenter zu kaufen hier. Natürlich auch als Upgrade 1 Gelb bzw. 2 Orange, wenngleich ich da keinen empfehlen würde, jemals Tulpkröten für ein oranges Upgrade im Shoppingcenter auszugeben. Aber was soll's, auf jeden Fall, Katzenstall ist ab Level 24 nutzbar. Hat man diese also hier zur Verfügung und dann kann es auch endlich losgehen. Mit der Katzenzucht züchten funktioniert wie gewohnt. Dazu geht man natürlich ganz einfach hier in die Zuchtbude rein. Benötigt natürlich dafür Katzen überraschenderweise. Und Superfutter natürlich. Pro Zucht benötigt man wie gewohnt natürlich auch 2 Stück Superfutter. Die kriegt man ja Superfutter entweder hier. Man könnte sie in der Mühle produzieren. Quests gibt es zahlreiche, sind Superfutter bei den Events immer wieder zu spielen. Oder ist man kauft sich das Superfutter. Dazu findet heute noch startet. Glaube ich jetzt noch nicht, ne, am Abend dann ein Baby Boom Day bzw. Superfutter-Sparaktion. Da gibt es also Superfutter in Paketen deutlich verbilligt zu kaufen für Tulpkunden. Baby Boom Day hat man natürlich die erhöhte Chance auf bessere Ausbeuten bei den Zuchtergebnissen hier. Da kommt wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen dann auch ein Ausbeutevideo daraus. Ich freue mich wie bekloppt. Auf jeden Fall ansonsten eben hier wie gewohnt. Wenn man 4 der gleichen Katzenzuchttiere auswählt, kriegt man auf jeden Fall mindestens das nächstliegende raus. Würde man jetzt mixen und sagen, ich hau hier 2 von denen rein und 2 von denen, dann kann man mit Pech einfach zurückfallen. Also auf der sicheren Seite ist immer, wenn man 4 der gleichen ja, Art nimmt. Welche Zuchttiere gibt es hierbei? Schauen wir uns auch die vielleicht genau kurz mal an. Ihr könnt übrigens natürlich alles auch auf amaramacheats.de nachlesen. Und zwar hätten wir da neben der normalen Katze dann auch, beziehungsweise ich glaube, besser wäre es gleich, wenn ich die Stelle dazu zeige. Die sehen nämlich auch richtig geil aus. Und zwar hier, natürlich in der Werkstube kann man sich diese bauen. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Die Katzenstelle. Und zwar bei den Upgrades hätten wir nun Upgrade 1 Gelb mit welcher Katze? Und zwar mit der roten Tigerkatze. Dann Upgrade 2 Orange hätten wir nun neu die Faltohrkatze. Alles klar. Dann in Katzenstall 3 Rot hätten wir nun neu hier Maine Coon. Oder irgendwie so eine Art, dürfte man es aussprechen. Und Upgrade 4 Pink benötigt man, um diese zu bauen, die Perserkatze. Natürlich bringen diese Ställe dann nicht, ja, die Zuchttiere, die produzieren sie nicht, sondern ganz einfach auch weiterhin normalen Katzen kriegt man daraus. Allerdings teilweise dann mehr, beziehungsweise in kürzerer Zeit. Und es ist einfach Prestige, wenn man so ein Ding hat. Sozusagen hier. Ja, das sind dann die Upgrades von den Katzenstellen. Allerdings neu natürlich gibt es auch eine Werkstube dazu. Die gab es vorher auch nicht. Und zwar ist die Werkstube nun das Schachtelwerk bzw. Erzeugnis dann neu von der Katze, das man natürlich dann auch unter Erzeugnis nun findet am Markt. Beziehungsweise natürlich die Katzenzuchttierchen kann man sie auch schon hier schön verkaufen auf dem Markt. Kleiner Tipp hier am Rande. Und zwar wie gewohnt gibt es auch dieses Mal, ah, da sind sie da hier, ja, Markt hier, alles voll voller Katzen. Nämlich keine einzige noch, kein einziges Angebot. Auf jeden Fall, und zwar findet ihr auch am Baum der Weisheit, natürlich dann auch wie gewohnt ein Katzenzuchttier freizuschalten für Sternchen. Wie gewohnt ist das ein rotes Upgrade für, ich glaube, 50 Sternchen war es. Zwar war das die. Kurz mal suchen hier, bevor ich wieder einen Blödsinn erzähle. Wie viele es denn schon sind, das ist ein Wahnsinn. Hier, ja, das Tier, das ich nicht aussprechen kann. Maine Coon. Irgendwie so, was soll's, egal. Kann man es hier auch freischalten, dementsprechend könnte man es vielleicht ganz einfach schön auf dem Markt verkaufen. Es gibt auch hier wieder ein Starterpaket zu kaufen für 55 Sternchen. Sternchen kriegt man ja aus den Quests hier. Allerdings würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, das jetzt vielleicht direkt auf den Markt zu schmeißen, denn jetzt ist es noch nicht, hat es noch nicht diesen Preis, ja, für das es dann schlussendlich wirklich werden wird. Wenn man es jetzt raushaut, dann wird es wahrscheinlich schnell abkaufen und für einen höheren Preis reinklatschen. Das wird sich noch in die Höhe treiben, dieser Preis. Auf jeden Fall, wo bin ich stehen geblieben, genau beim Erzeugnis. Das Video wird übrigens ewig lang, aber
Was soll's? Erzeugnis von der Katze ist dann eben hier die Schachtel. Alles klar. Und die kriegt man eben hier aus den Werkstuben von der Katze. Schauen wir uns auch hier die restlichen Upgrade-Stufen an. Interessanterweise übrigens braucht man dafür nicht unbedingt etwas Schweres oder so. Also ich denke mal, die sind auch leicht zu bauen hier. Könnte ich direkt auch ein paar von den Dingen hier bauen. Wenn wir schon dabei sind, habe ich noch ein bisschen was. Ja, doch, geht ja noch um was. Und ja, da gibt es ein Upgrade. Ein Scalp hätten wir dann hier mit dieser Katze hier, und zwar mit der Glückskatze. Upgrade 2 Orange. Bei den Werkstuben hätten wir dann Savannah. Upgrade 3 Rot, die Kurzhaarkatze. Und schließlich Upgrade 4 Rot, 4 Pink natürlich. Das ist die wertvollste Katzenzucht hier ist. Cat Steve, der ist mir zu schön gewesen natürlich. Das wäre zu geil gewesen. Aber es ist die Siam-Katze. Okay. So sieht's also aus. Und ja, dann also kriegt man diese mit etwas Glück oder etwas viel Glück tatsächlich. Also natürlich hier beim Züchten, das kann einiges an Superfutter natürlich kosten. Aber was soll's, übrigens noch ein kleiner Tipp an der Stelle. Das Katzenfutter selber, das wurde ja auch vor einigen Tagen oder Wochen geändert. Das ist jetzt nicht mehr Kuhmilch wie vorher, sondern die lieben Katzen müssen jetzt Hafer und Holunder essen. Also wenn ich das meinen Katzen antun würde, weiß ich nicht, wie lange das gut gehen würde. Sehr, sehr merkwürdig, warum man das tut. Ich weiß es nicht. Allerdings, das hat ja insgeheim dann auch einen weiteren Vorteil aktuell, dass Holunderbaum, der ja auch früher ein Sonderbaum war, jetzt auch im Markt zu finden ist. Erstmal hier ein Schlag ins Gesicht für alle, die früher Tulpgrün ausgegeben haben, um den zu kriegen bei den Setzlingen. Auch den also jetzt hier im Shopping Center zu kaufen. Habe ich tatsächlich alles voller Holunder geklatscht hier. Denn diese Holunder ist unfassbar teuer aktuell. Pro Holunder um die 1000 Moospenny. Und da kann man auch richtig Moospenny machen aktuell. Beziehungsweise Katze selber natürlich auch. Wenn man sich diesen Preis mal anguckt, was ist los? Über 20.000. Halleluja. Da verkauft wer 50 Katzen und kriegt 1 Million dafür. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber so ist es. Das ist die Katzenzucht in Farmarama. Gut, ansonsten wird dann übrigens am Eventende dann auch die zwei permanenten Farmhallen-Quests zur Katze eingespielt, also zum Erzeugnis beziehungsweise dann auch zum Katzenzuchtieren. Ansonsten glaube ich, gibt es nicht viel mehr zu sagen zur Katzenzucht selber. Kommen wir vielleicht dann auch zum Event, denn auch dazu findet eins statt, das eben gestern auch gestartet ist, dann bis zum 16. November laufen wird. 14 Uhr kann man erst ab Level 30 interessanterweise teilnehmen. Und zwar hier ist es eben und man benötigt Katzen. Wer hätte jetzt damit gerechnet? Ist natürlich wie gewohnt ein Event, wenn neues Zuchtier kommt. Zur wunderschönen Einstimmung dazu benötigt man ausschließlich Katzen. Nichts anderes wird dafür gefordert. Man kann auch hier, könnte man auch ganz normal die Katzenzuchttiere abgeben. Die Katze generell das Grundtier abgeben, denn es geht ganz einfach nur darum, den Gegenwert von so und so viel abzugeben in diesen drei Aufgaben, die es gibt. Katzen kriegt man natürlich eben aus den Katzen züchten, wenn man dafür Superfutter investiert. Und dazu gibt es dann was zu spielen. Schauen wir uns das kurz mal an, beziehungsweise wie viel benötigt man, und zwar 795.600 an Moospenny Gegenwert. Kurz mal so zum Einschätzen, wie viel ist das? Das rote Upgrade, das man am Baum der Weisheit freischalten kann, hat einen Gegenwert von 240.000. Ist nicht so einfach, aber ich denke, wenn man ein bisschen ein paar Katzen hat und Superfutter, dürfte auch das kein Problem sein. Gibt auch einen Züchterkorb übrigens wieder zu kaufen. Wer da zuschlagen möchte, kann das natürlich gerne tun. Und dann gibt es eben hier bei diesen drei Stufen dann jeweils neben ja, kleinen Nebengewinnen, wie man hier immer wieder sieht, Zwischengewinne, die es gibt, wie Superfutter, EP, Sticker, kommen wir gleich dazu. Dann jeweils ein Item. Hat man die alle drei geschafft, kommt man eben hier hin. Und hier gibt es dann den sozusagen Hauptpreis, was unter anderem dann die Ranke ist. Ja, schauen wir uns vielleicht das noch näher an, was die Items bringen. Es gibt auch ein paar Katzenställe hier wieder zu spielen. Dann gibt es die Items mit Katzenwäsche, 58 EP. Alle 11 Stunden auf meiner Feld. Dann hätten wir hier wie Hass, ne, wie Hass und Katz natürlich, 1700 EP. Auf dem Zweifeld alle 11 Stunden nur für die Farm übrigens, nicht für Bamrama und alles für die Katz.
mit 3400 auf einen Viererfeld. Alle 11 Stunden und die Ranke selber benötigt man eben diese drei Items dafür. Die bringt dann alle 22 Stunden 10.000 EP, 10.000 Moospenny und 5.000 EP auch noch für Bahamarama dazu. Ja, keine Katzen, aber okay, kann man damit leben. Dazu werde ich übrigens diesmal kein extriges Event im Check-Video rausnehmen, weil das ja im Prinzip immer das gleiche ist, wenn neues Zuchte kommt, ein Event dazu, da hat sich ja nicht viel getan. Aber da kann ich schon sagen, ist eine feine Sache, gibt Items gleich dazu, die sehen auch ziemlich geil aus. Insbesondere hier alles für die Katze finde ich ziemlich cool. Und ja, ist auf jeden Fall machbar, würde ich mal sagen, gibt schicke Gewinne. Auch die Nebengewinne, wenn man sich die ein bisschen durchklickt, ist schon ziemlich gut, wie ich finde. Ja, und damit wäre eigentlich alles zu dieser Katzenzucht, denke ich mal, gesagt, so im Großen und Ganzen. Ich freue mich wie bekloppt, wenn endlich Baby Boom Day ist, wenn es losgehen kann mit den Katzenzüchten. Meine Geldbörse wird sich weniger freuen, denn das wird wahrscheinlich belastet mit ein paar Euronen, denn ich habe leider nicht so viel Superfutter auf Lager. Aber was soll's, wenn schon mal Katzenzucht ist. Dann muss es fast sein. Gut, wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zuschauen von diesem Video. Was sagt ihr zu Katzenzucht? Schreibt es gerne in die Kommentare, gefallen euch die neuen Katzenställe. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hab ein neues Küken gefunden zum Abschluss von diesem Video. Ja, läuft heute richtig Wahnsinn. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.